Hallo ihr Lieben da draußen vor den Bildschirmen. Ja, Messehunter ist mal wieder für euch unterwegs und wer schon mal die Kulisse gesehen hat, der weiß, wo wir sind. Japantag. Und wie ihr seht, es ist die Hölle los. Wir haben es nicht geschafft, irgendwelche Leute zu interviewen, weil die Stände so dermaßen belagert werden, dass man das vergessen kann. Aber wir haben natürlich für euch einen Rundgang gemacht, als man noch einen Rundgang machen konnte und keinen Rundsteh. Und ja, deswegen würde ich sagen, Video ab, viel Spaß. Und das war der Japantag 2014. Ja, los geht es mit unserem Rundgang auf dem Japantag. Durch die große Karte sieht man, es gab wieder einiges zu sehen. Und wir starten direkt mal mit einem der vielleicht wichtigsten Punkte auf dem Japantag, dem Essen. Natürlich wie jedes Jahr etwas teuer, aber wenn man wusste, wo man hingehen konnte, konnte man auch das ein oder andere Schnäppchen machen. Auf jeden Fall für Mutige war einiges dabei aus der japanischen Küche, was man vielleicht so nicht kennt und was man vielleicht auch so nicht so unbedingt kriegt. Dementsprechend konnte man sich kulinarisch auf jeden Fall austoben. Hier sind wir jetzt auf dem großen Hauptplatz des Japantages mit der großen Bühne, wo dann auch einiges an Programm stattgefunden hat. Wie jedes Jahr konnte man natürlich auch diverse Vereine und Infostände auf dem Japantag antreffen, die sich vorgestellt haben und die erzählt haben, was sie so machen. Und auch zum Selbstaktivwerden hatte der Japantag einiges zu bieten, nicht nur die verschiedenen Workshops wie Origami-Falten oder Kalligrafie, nein, man konnte sich auch selbst am Stand von Nikon ablichten lassen und Kimonos anprobieren. Und hier kann man wieder sehen, der Japantag ist eine gute Gelegenheit für alle möglichen Vereine, vor allen Dingen auch für deutsch-japanische Vereine oder für Vereine, die mit Japan zu tun haben, sich vorzustellen und vielleicht sogar neue Mitglieder zu werben. Wer den Japantag kennt, weiß, dass es eine Sache gibt, die immer da ist und eine Sache, auf die sich viele Cosplayer und Otakus freuen, die Händlerstände. Über Merchandise, über traditionell japanische Waren, über Glücksbringer, man kann eigentlich fast alles, was in irgendeiner Weise mit Japan und der Kultur zu tun hat, auf dem Japantag bekommen. Und es ist ein super gutes Forum, um einmal im Jahr sein ganzes Geld für Japan-Kram auszugeben. Hier sind wir jetzt am Stand von Apple War Pictures. Die saßen zusammen mit Rune und Chosen halt in diesem kleinen Zelt. Es war die Hölle los, wir sind nicht näher rangekommen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir schwenken mal über die Menschenmassen. Und wer schon mitbekommen hat, was Apple War zum Japantag gesagt hat, dem brauche ich das nicht erzählen. Aber es gab da das ein oder andere Organisationsproblem. Wen das interessiert, der kann aufs Video klicken und kommt dann zum entsprechenden Beitrag von Apple War. Ihr seht, die Reihe von Händlern war schier endlos. Wir haben uns natürlich für euch umgesehen und hoffen, dass ihr einen guten Eindruck bekommt, was man alles auf dem Japantag bekommen konnte.
Der zweite Platz und die zweite Bühne, hier die ADAC-Bühne, da gab es dann auch einiges an Programmen, unter anderem unsere Freunde von Haru Kiss und noch viele, viele andere Sachen. Zum Schluss gibt es noch eine zweite Fressbudenstraße und ja, es war auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Nach dem Rundgang waren wir dann wieder auf unserer Wiese, da wo unser Lagerplatz war. Und dieser Schwenk zeigt euch ganz deutlich, wie voll es dieses Jahr auf dem Japantag war. Es waren schier unglaubliche Menschenmassen und wir waren dann auch irgendwann ganz froh, dass wir wieder auf unserer Decke saßen. Willkommen auf unserer Endkarte. Das war's zu unserem kleinen Rundgang zum Japantag. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wer jetzt noch mehr zum Japantag sehen will, kann in der Mitte das Feuerwerk anklicken und sich das Feuerwerksvideo ansehen. Wer lieber was zur Hanami wissen möchte, klickt links. Und wer lieber was zur Roleplay Convention wissen möchte, klickt rechts. Ihr könnt natürlich auch alle Videos gucken. Bis dann, eure Cora.